Jo, und damit willkommen zurück bei This War of Mine. Der gute Pavel war plündern und als er zurückgekommen ist, sind wir natürlich auch ausgeplündert worden. Selbstverständlich, jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Der gute Pavel ist höchst depressiv. Was will man mehr, ne? Kann eigentlich nur... Was mache ich denn hier überhaupt? Kann ja eigentlich nur noch besser werden. Da wir Wasser brauchen, mach ich das mal, vielmehr für die Zukunft. So, erholt sich, verletzt, traurig, hungrig, müde, hungrig. Gut, zu essen haben wir ja jetzt nichts. Die darf sich mal hinlegen. Und die Slata. Die Slata darf gleich dem Pavel ein bisschen Mut machen, damit er nicht mehr so depressiv ist. Na komm. Das ist bald. Und der Anton darf dann gleich aufstehen, denn der Pavel muss ja pennen. So, jetzt aber. So. Haltet mal hier ein kleines Schwätzchen. Oh. Geh weg. Oh, jetzt wird er böse, oder was? Okay, ich glaube, dass... Das war's. Okay, wir brechen das Ganze mal ab. Hat ihm das jetzt geholfen? Natürlich nicht. Ja. Bei Dieten haben einen Großteil unserer Vorräte gestohlen. Wir können nicht zulassen, dass sie uns so ausrauben. Ja, finde ich auch. Finde ich auch wirklich kacke, aber wir... Doch, wir können. Klar können wir. Können zumindest einmal noch machen. Und wir machen am besten jetzt so ein paar Wasservorräte. Ach Quatsch, sie werden uns nicht töten. Meine Güte. Alte Negativnase. So schnell geht das nicht. Keine Sorge. So, sie hat ausgepennt. Das ist cool. Nur haben wir trotzdem nichts zu essen jetzt, ne? Das ist das Problem. Das ist das große Problem. Die haben uns echt alles... alles geklaut. Und der Anton... Der Anton ist immer noch leicht krank und verletzt jetzt natürlich auch wieder. Der kriegt aber hiervon nichts, weil wir das brauchen zum Tauschen. Das ist einfach so. Denn was ich jetzt in den reinstopfen müsste an Medikamenten und so weiter, das hat einfach keinen Wert. Ich lasse den jetzt so, wie er ist. Ganz einfach. So, hau dich mal hin, damit du wieder fit bist. Ja, und du kannst mal, weiß ich nicht, können wir hier nicht noch irgendwas Spannendes bauen? Die können wir nicht. Radio haben wir, ein Sessel, nö. Ja. Nicht wirklich, ne? Guck mal gerade hier. Noch ein Brecheisen. Ja, das Messer bringt uns ja an sich auch nicht so viel. Brecheisen, das ist, glaube ich, noch gut, das, was wir haben. Das müsste noch funktionieren. So, und jetzt wäre es an der Zeit, dass mal ein Händler kommt. Denn jetzt würde ich die gerne eintauschen, die Diamanten hier. Den Schmuck. Aber nein, natürlich nicht. So, und ich glaube, wir können noch ein... Können wir noch eine Verbarrikadierung bauen? Ja, ich glaube schon.
Du hast zwei. Ich glaube, eine können wir noch machen. Dann holen wir uns nochmal Holz. Irgendwo her, weil wir haben ja auch jetzt erst ein Haus geplündert. Heißt, wir haben ja noch viel zur Auswahl. Sehr viel. Kann natürlich dann passieren, dass manche wieder versperrt sind, weil irgendwas passiert oder sonst was. So, gleich den nächsten hier rein. Wir machen uns jetzt einen schönen Wasservorrat. Ich guck mal gerade, wie viel haben wir denn? Der ist natürlich immer noch müde. 15 mittlerweile, das ist cool. Komm, Pavel, werd wach. Werd wach, bitte. Bitte, bitte, bitte. Wir brauchen dich zum Plündern, mein Junge. Wir brauchen dich. Aber es wird nichts. Nee. Na gut. Dann muss die Slata mal ran. Er darf schlafen, der alte Sack hier darf auch wieder das Bett blockieren. So, okay. Da waren wir, das haben wir ja... das haben wir abgefrühstückt. Das hier, etwas meine ja, Menge Waffen... Wir nehmen nochmal die zerstörte Villa. Hätte ein paar und dem Sohn. Oh, nehmen wir das mal. Das nehmen wir mit. Und dann gucken wir mal, ob wir hier was bekommen. Das ist die Hinterseite des Gebäudes. Ich sollte da reinschleichen können. Das wäre vorzüglich, wenn das funktioniert. Hier haben wir natürlich jetzt wahrscheinlich nichts. Oh doch. Wow. Hier lugen wir erstmal durch. Da ist niemand. Und schnell hoch! Ich muss mich um meine Eltern kümmern. Gut, wir müssen an den Kühlschrank. Eindeutig. Ja, dann geh doch mal da weg. Kümmer dich um deine Eltern, aber... Ach, da oben ist der Opa. Ja, toll, der latscht natürlich jetzt zum Kühlschrank. Aber der geht ja dann höchstwahrscheinlich auch wieder weg. Ach, es ist eine Frau. Okay. Wir warten einfach mal ab, was geschieht. Komm, Oma, du hast genug gegessen. Genau. Und jetzt geh. Oh, wenn der jetzt natürlich auch noch hier hochkommt. Bitte nicht. Dann habe ich schon so viel Zeit vergeudet. Aber ich glaube nicht, dass der gerade hier reinkommt. Aber bei unserem Glück. Das ist nur das Fenster da oben. So. Scheißegal, alles rein hier. Hier nochmal geguckt. Oh, geil. Können wir hier noch irgendwas stapeln oder so? Nee. Kommt du zu. Runter. Und dann räumen wir da unten mal frei, denn da ist ja noch ein Schrank. Hui. Achso, da kommen wir so gar nicht hin. Na toll. Da muss ich von da drüben. Denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Der ist gerade nicht da.
Nein! Ja, ich verschwinde schon. Ich gehe. Ja, ich gehe. Bin schon weg. Keine Sorge. Ich hab alles, was ich wollte. Tipp, 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 tipp. Wir haben alles, was wir wollten. Tag Nummer 9. Und ich muss zugeben, ich habe etwas Angst, jetzt zu versagen. Ganz ehrlich. Ich will nicht schon wieder verkacken. Ach klar, wenn die überleben, jetzt ist sie traurig. Muss nicht traurig sein. Keine Sorge. Diese armen Leute, ich hoffe, sie kommen zurecht. Ich fühle mich schrecklich, aber wir brauchen Vorräte zum Überleben. Ja, das brauchen wir. Ich habe Hunger. Du schwätzt jetzt nochmal mit Pavel. Das müssen wir uns ja jetzt nicht nochmal angucken. Brennmaterial. Gut, wir brauchen Brennmaterial. Das machen wir jetzt aus den Büchern. Ist mir jetzt egal. Ja, das hatten wir ja alles schon. Das müssen wir uns jetzt nicht nochmal angucken da unten. Das kennen wir ja. Aber wir müssen den Pavel ja von seiner Depression irgendwie befreien. So, wir können einmal zwei kochen. Das ist schon mal ganz gut. Denn ich glaube, der verhungert uns hier unten bald. Es ist so schwierig, an Vorräte ranzukommen. Ohne die Vorräte, die Slatter gestohlen hat, würden wir noch schlechter dastehen. Der Mangel an Nahrung macht mir Sorgen. Ich kann meinen Magenknurren hören. Och Gottchen, ich höre auch manchmal meinen Magenknurren. Ich bin so froh, hier zu sein. Entschuldigt bitte mein anfängliches Geschwafel. Doch dieser Krieg belastet mich sehr. Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, lagen, sagten mir, dass ich am Leben bleiben müsse. Komme, was wolle. Und da ich ihnen mein Leben schulde, kann ich es nicht so einfach wegwerfen. Ach, Anton. Gut, dann darf der Anton erstmal was essen und sich dann wieder hinlegen. Nee, sie darf sich hinlegen. Du kannst dich jetzt nicht als hinlegen, Anton. Andere Leute müssen auch schlafen. Ach, und der Pavel ist immer noch Depri. Aber ich glaube, die sind jetzt hier fertig. Dann darf die Slata schlafen. Der Pavel darf mal was essen. Es ist jemand an der Tür. Ist es der Händler? Ja, es ist der Händler. Das freut mich sehr. Hallo Händler. Biografie müssen wir auch gleich noch lesen. Ja, machen wir doch. So. Wir haben ja echt wirklich eine ganze Menge jetzt. Zumindest an Tauschmaterialien. Dafür bekommen wir doch sicherlich... Ja gut, er hat nur Büchsen. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich jetzt echt blöd. Ein Gemüse. Büchse bekommen wir auch dafür. Bekommen wir dafür auch noch. Warte mal, wir haben doch auch noch... Zucker brauchen wir niemals. Okay.
Medikamente. Die brauchen wir noch. Ich gebe ihm einfach mal so eine Bandage. Ich bin einfach mal so nett. Hole mir dafür noch die zwei Teile. Geht natürlich nicht. Ich glaube, unsere Handelsplätze sind verbraucht. So. Ja, gut. Dann machen wir das erstmal so. Ja, und jetzt machen wir nochmal. Dann gebe ich ihm eine Bandage. Dafür hole ich mir die zwei Teile und hole mir nochmal ein bisschen hiervon. So, warte mal, geht das? Ja, perfekt. Gut, du kannst wieder gehen. Genau, das wäre sehr nett, wenn du wiederkommen würdest. Das bräuchten wir auch. So, ich mache nochmal hier so einen Filter. Haben wir nicht mehr, schade. Okay, mit dem Holz. Was wir jetzt bekommen haben, machen wir echt die letzte Barrikade noch. Ich lese mal hier gerade. Wenn wir überleben, können wir Slata dafür danken. Ich wünschte, ich könnte Anton helfen. Er sieht so hungrig aus. Ja, der hat erst gegessen. Können wir denn nur durch Diebstahl die Sachen erhalten, die wir brauchen? Ja, ich denke, das wird in dieser Welt so sein. Es geht nicht anders. Oder eben durch Tausch, aber ja, das funktioniert auch nicht immer. Pavel, mein Kumpel. Guck doch nochmal, ob wir nicht hier noch dann nochmal so ein Doppelgericht herstellen können. Brauchen wir ja eigentlich nur noch Brennstoff für. Machen wir mal zwei. Und ich schau mal gerade. Alle Löcher in unseren Wänden wurden mit Brettern zugenagelt. Sehr schön. Sehr schön. Das ist doch gut. Haben wir das schon mal geschafft. So, die Mademoiselle hat ausgeschlafen. Dann darf sich der Anton jetzt nochmal hinhauen. Er darf nochmal hier so ein Fresschen machen, so ein Doppelfresschen. Wie, fast nichts übrig. Macht doch nicht hier so ein Geschisse. Wir haben genug übrig gelassen. So. Wasser, Wasser, Wasser. Machen wir wieder. Ach, weißt du was? Machen wir mal drei. Sie darf jetzt auch mal essen. Und die Slata dann auch. Wenn sie da fertig ist. Und jetzt sollte man uns eigentlich unser Essen nicht mehr so schnell klauen können. Mit den guten Dingern an der Wand. Mit den Brettern. So, Slaterlein, essen. Pavel darf den Wasserfilter anschmeißen. Und ich glaube, ich bin dieses Mal echt zuversichtlich. Also ich habe gelernt und bin wirklich zuversichtlich, dass das jetzt alles irgendwie doch klappen wird. Können wir noch eine Falle bauen? Nein, da fehlt uns jetzt natürlich wieder Holz. Das ist natürlich blöd. Das ist sehr doof. Na gut. Aber heute Nacht wird natürlich alles besser werden. Huch. Die Nacht machen wir jetzt noch, würde ich sagen. Tag beenden. Okay, der darf wieder pennen. Sie darf
Wache halten. Er darf plündern. Sie darf schlafen. Gut. Und wir gehen wohin? Ja, wo gehen wir denn hin? Bombardierte Schule. Da gibt's ganz viele Teile. Das ist natürlich cool. Eine Schaufel haben wir nicht. Ich nehme mal die Brechstange mit. Wir gucken mal dort. Ich habe gehört, dass sie in den Klassenräumen waren, als die Bombardierung begonnen hat. Was ist mit den Kindern geschehen? Da stand ja jetzt nichts von Gefahr, also müsste hier eigentlich auch niemand sein. Hoffe ich. Da kommt aber einer. Es sind aber nur Ratten, glaube ich. Ja. Das sind nur Ratten. Durchgucken, mein Freund. Durchgucken. Wow, ein Holz. Das ist ja echt zu großzügig hier alles. Ist da einer dahinter? Nein. Okay, wir müssen den Weg freiräumen. Oben oder unten, es ist egal. Da drüben ist noch eine Tür. Ach du Kacke, ey. Ja, Schaufel dürfte sich lohnen. Hätte sich auch wirklich gelohnt, glaube ich. Naja, jetzt müssen wir das Ganze so machen. Unten die Tür hätten wir vielleicht noch aufbrechen können. Naja. Jetzt ist egal, jetzt räumen wir das Ding hier weg. Wird die Folge halt etwas länger, aber was soll's. Was soll's? Komm schon, Pavel. Alte Socke. Wir haben ja nicht ewig Zeit hier. Da oben ist ein sinnloses... Obwohl, nee. Das braucht man wahrscheinlich, um dann hier... Ach du. Das ist natürlich ein Riesengebäude auch, ne? Muss man ja dazu sagen. Da könnte man schon so einiges finden. Wenn man denn eine Schaufel hätte. Und nächstes Mal höre ich auch da drauf, auf die weisen Worte der Plündervorhersage. Dann muss der arme Mann das hier nicht mit den Händen machen. So, die Türen kriegen wir die eigentlich so auf. Die kriegen wir natürlich auch so auf, das ist natürlich cool. So, ja, ja. Warum lässt die sich nicht öffnen? Klar lässt die sich öffnen. Hier haben wir doch noch ein bisschen was. Da drüben auch. Holz ist natürlich ganz besonders cool. Die Dinger auch. So. Schauen wir mal hier. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir ja eigentlich schon voll, ne? Aber ich kann es nicht lassen. Ich muss hier unten auch nochmal gucken. Ob wir vielleicht nicht noch irgendwas Sinnvolleres finden. Ja. Oder vielleicht sogar ein Kühlschrank. Aber ich glaube, hier ist keiner. Ich glaube es nicht. Aber hier sollten wir auf jeden Fall, wenn wir Teile brauchen, nochmal hingehen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Falls es denn noch möglich ist, demnächst. Man weiß ja nie. Ach, Mist. Weißt du was? Die brauchen wir, glaube ich, mehr im Moment. Guck mal, gerade finde ich noch zwei. Da. Ah, da ist noch einer. Da ist ein Verrückter anscheinend.
Er klingt zumindest ziemlich verrückt. Haben wir hier noch irgendwo technische Teile? Nee. Natürlich nicht. Nein, was soll's. Komm, renn zum Ausgang, sonst schaffen wir es nicht mehr. Lalala. Es läuft echt gut. Es läuft echt gut. Und dann können wir nämlich jetzt, glaube ich, noch eine Falle bauen. Die uns aber irgendwie auch nicht so viel bringt, weil, weiß ich nicht, die Erfolgschance davon ist so gering. Habe ich das Gefühl. Lied, Lied, Lied. Tag Nummer 10. Hallo Pavel. Fuck the war. Abgehärtete Diebe, kriegen Schaden. Sieht er wohl aber letzter. Ja, toll. Und leicht verletzt natürlich, wie immer. Ich mach kurz Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Tschüss.